Jo Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation und machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Hier sind wir hergekommen, oder? Genau. Hier sind wir auch schon durchgekommen. Ich weiß, ja, hier sind wir hergekommen. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss, meine Lieben. So, denn ich habe lange nicht mehr Alien Isolation gespielt, da ich ja vorproduziere und November 21.37 Zaun. Schach, klar. Wohin soll ich hin? Ich glaube, ich gehe mal. Moment mal, da ist was offen. Wie zum Verstecken. Ein Schacht nach oben. Na gut. Gehen wir weiter. Hier ist ganz bestimmt niemand Böses. Nee, Leute. Niemand verfolgt uns. Kurz gucken. Da, was war noch mal von Interesse? Dann gehe ich mal. Hey, warte mal. Von Interesse steht da auch. Egal. Es geht weiter. Und zwar. Ungutes Gefühl, aber dann gut. Wo muss ich denn hin? Hier, ne? Ah, ich duck mal lieber. Wisst ihr, das sieht so fantastisch hier aus. Und genau. Links. So. Frag mich, was da ist. Geduckt bleiben. Ah, das Spiel ist wirklich sehr gut gemacht. Hey, was ist das denn? Das ist nicht gut. Grün, das heißt, es ist nicht gut. Moment mal. Hier kann ich nicht runter. Ah. Also war es hier doch gut. Dann möchte ich. Eigentlich möchte ich ja zurückrennen. Und mich dort umschauen. Das werde ich mal machen. Moment, war da was Grünes? Oh Mann. Oh, ich hasse diese Töne. Ich werde bestimmt gleich rumschreien. Ne? Meine lieben Kinders. Steht von Interesse, darum will ich. Will ich schnell raus hier. Hoffentlich kommt niemand hier. Ich laufe nicht. Ich gehe einfach zurück und gucke es mir nochmal an, was ich dort verpasst habe. Denn man weiß ja nie, ne? Was ich dort verpasst hätte. Vielleicht ein Bauplan. Mein Kumpel Manny Groß meinte, dass ein Bauplan sehr wichtig in diesem Spiel ist.
Und ohne Baupläne schafft man das Spiel nicht. Also, dann wird es schwieriger. Ah. Klar. Ist mal schnell zurück. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr weiter. Hier ist es aber ziemlich finster. Wo bin ich hier? Stimmt. Erstmal speichern. Ich möchte den ganzen Weg nicht nochmal machen. Und speichern, danke. Kann ich ja noch überall hin. Aber warte mal. Ich renn mal. Also das ist unwichtig. Das ist auch unwichtig. Ich höre doch. Das ist doch ein Easter Egg. Oh. Okay, Easter Egg gefunden. So, dann geht's weiter hoch. Ich weiß, ein bisschen langweilig, aber es muss halt sein. Moment mal. Schneidepunkt. Sehr interessant. Einfach durchrennen, weil ich glaube, jetzt kommt niemand so lange. Und ich habe mal eine Frage. Moment. Bauen. Wie kann ich bauen? Oh, toll, jetzt habe ich das aktiviert. Egal. Egal, das könnte ich hier brauchen. Autsch. Und einfach nicht speichern. Ich renne jetzt durch. Bin ich hier richtig? Ja. Also, ich lasse es hier. Warte, war. Nee, hier unten irgendwie. Hier unten scheint irgendwas zu sein. Hier unten, aber was? Nee. Hä? Ich kapier nichts. Mache ich gleich Spiel laden. Und dann geht schon alles wieder. Dann habe ich auch meine Leuchtfackel wieder. Wow, okay, Spiel laden. Ja. Es war vor 4 Minuten. Gut. Also habe ich auch Dings wieder. Ich weiß, wo ich hin muss. Falsche Richtung? Leicht gruselig. Ich dachte, da wäre nur was. Wie scheint, ist da nichts von Bedeutung.
Naja, ich dachte. Müssen ein bisschen schneller sein. Ja, ich weiß, aber. Ich bin. Oh, halt sehr neugierig. Und ich sag nur eins, Hauptsache. Wir haben hier was. Oh, warte mal. So kann ich bauen. Mir fehlt Komponente B. Glaube ich mal. Weiterrennen. Und ich weiß, wir sind nicht weitergekommen, aber in den nächsten Parts wird es ein bisschen interessanter. Schätze ich mal. Ehrlich zu sein. Moment mal. Da kann ich nicht hin. Ich will erstmal nach oben. Und dort erstmal nochmal speichern. Bevor es zu spät ist, natürlich. Und hier ist niemand. Na, später werde ich paranoid sein, aber so richtig. Aber erstmal. Leider können wir ja nicht runterspringen oder so. So, jetzt geht's ab. Ein Cutscene, dann würde ich sagen, bis gleich. Ganz ruhig. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Okay, Axel. Wir haben so einige Gefahren. Okay? Ja. Einige Gefahren. Was meinst du? Nee. Erstmal. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Gehen wir jetzt endlich los. Ja. Sicherheitsmaßnahme muss sein. Oh. Fuck. Warum kann ich nicht speichern? Okay. Ich dachte, ich kann immer wieder speichern. Nee, kann immer auch nicht speichern. Dieses Jahrhundert noch, bitte. Ach, ist schon gut. Und so, dankeschön. Kann ich jetzt speichern? Ich bin leicht paranoid. Ja, ich kann speichern, ich kann speichern. Ja. Alter, wie lange dauert das? Oh Mann.
Axel, wir gehen jetzt. Ich hoffe, du bist bereit. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Was meinst du? Was ist das? Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Geräusche? Nein, nein. Nimm mich mit. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Was denn hier? Alter, was ist hier? Schrott. Wie Inventar voll. Alles klar. Da ist mein Inventar voll und ich kann nichts sehen. Ich will nicht meine Leuchtfackel verschwenden. Ungern. Ja, ich sehe genauso wie ihr nichts. Alles ist schwarz, dunkel. Ne? Mein Liebling Axel. Egal, wir machen weiter. Wir dürfen keine Angst zeigen. Ja, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Oh ja. Nein. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Eigenwillig? Hoffentlich sind wir hier sicher. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Hab ich doch. Oh nein, Musik. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mir zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Welche Haare? Ich muss wissen, was los ist. Du hast doch keine Haare. Sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Das klingt fantastisch. Ich gehe mal langsam, als ob nichts gewesen ist. Ich singe ein Lied, weil ich keine Angst hab. Und ich kann so. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Oder? Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Klar. Lass mich durch. Oh Mann. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Klar. Sie wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Das stimmt auch.
Kann ich durch? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Wie ging das? Hoch, links, rechts. Sie. Und umschauen. Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, da war nur eine Sache, mein Lieber. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Sie, wie es scheint. Ich kann das immer noch nicht verwenden. Ach, hier geht's auch noch weiter. Recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Ja, warte. Nehmen Sie genug Batterien mit. Ich will erstmal speichern. Oh. Ja, bitte. Oh Mann. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die Taschenlampe. Ja, wo ist die Taschenlampe? Moment mal. Alles klar. Wo ist denn die Taschenlampe? Weil wir sind hier. Ne, hier ist man sicher. Oh, hat sogar Chipspackung. Taschenlampe? Hat sogar einen Teppich. Ach, die Taschenlampe, da. Ja gut, dann würde ich sagen, ich... Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Denn, naja, die Folge ist eh schon vorbei. Also Leute, ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also Leute... Tschüss.